Ja, jetzt komme ich dran. Und ich freue mich, zu Ihnen, zu euch zu sprechen an diesem besonderen Tag mit einem Thema, was ein bisschen schwerfällig ist, Resonanz. Vielleicht denkt der ein oder andere, was hat das eigentlich mit dem Ganzen, was hier passiert, zu tun? Und wir werden im Laufe meiner Ausführung feststellen, es hat viel zu tun. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir schon mitten im Thema drin. Denn all das, was wir im Moment praktiziert haben miteinander, ist Resonanz. Das Singen, eine wichtige Resonanzerfahrung, die wir machen im Gottesdienst. Beim Lobpreis, wir hören mit unseren Ohren und wir singen mit. Und das Singen ist die Antwort auf das Hören, das Mitsingen erzeugt wiederum gemeinsam auch etwas, was uns gemeinsam auch zusammenbringt. Ich sag mal das, was wir vielleicht in Corona-Zeiten vermisst haben. Die Begegnung, das sich anschauen, das sich spüren, das Merken, wie es dem anderen geht, nicht nur indem man irgendwie eine Botschaft auf Facebook, WhatsApp oder Messenger oder sonst wo liest, sondern indem man sich in die Augen schaut und man sieht den Einzelnen, man beachtet sich. All diese Dinge erleben wir, wenn wir hier miteinander sind und miteinander singen. Meine Frau und ich, wir hatten ab und zu auch Online-Gottesdienste angeschaut in der ICF-Zeit, wenn wir selber keine Gottesdienste hatten. Und dann hat sie mich manchmal gefragt, warum ich nicht mitsinge bei diesen Gottesdiensten. Und die Antwort ist ganz einfach, mir fehlte die Resonanz. Dieses einfach, da singt jemand auf dem Monitor und ich singe dann mit, kam mir komisch vor, so weil es ist ja Bildschirm und so weiter. Es hat mich nicht berührt, während wenn wir so zusammen singen mit Trompete, mit Querflöte, mit Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Piano, Synthesizer, was auch immer. Ich mag auch die Heavy-Musik, die Rock'n'Roll-Musik, wo es ein bisschen kräftiger zugeht. Auch das spürt man, wenn ein E-Gitarrist zum Beispiel vor dem Verstärker steht und dann in Rückkopplung tritt mit seinem Verstärker, dann kommt ja dieses Aufkreischende, was dann so bei AC/DC, bei Pink Floyd, auch bei anderen DC Talk und so weiter passiert und dann kommt so die Resonanz zum Tragen. Es gibt eine Umfrage, die wurde im Fachjournal Frontiers Neuroscience erhoben 2013 und das wurde veröffentlicht unter der Überschrift Herzenschlagen im Gleichtakt und da hat man Chormitglieder, die gemeinsam singen, befragt und auch untersucht. Man hat festgestellt, dass sich die Herzfrequenzen beim Singen anpassen. Sie schlagen synchron miteinander. So belegt es eine Studie der schwedischen Universität in Göteborg. Und man hat dazu geschrieben, das ist also eine regelmäßige Übung der Achtsamkeit und ist vielleicht fast besser als Yoga. Also von dem her sollten Sie in irgendeiner Weise synchron werden mit sich selbst, kommen Sie in die Gottesdienste und singen Sie gemeinsam. Sie werden merken, Herzen schlagen synchron und das tut uns gut. Es ist quasi Meditation und bringt uns zusammen. Und vielleicht sind wir hier schon bei diesem ganzen Thema drin, was uns fehlte in 2 Jahren Corona, war doch genau dieses Miteinander. Wir sind mit einer Informationsflut überflutet worden, über Pro, Contra. Jedes Wort hat irgendetwas ausgewirkt, hat etwas bewirkt. Es sind plötzlich Spaltungen entstanden. Auch viele Gemeinden, Kirchengemeinden, evangelische, freikirchliche Gemeinden, Vereine haben Leute verloren um dieser Frage willen. Ja, müssen wir jetzt auf Abstand mit Maske, ohne Maske? Gehen wir nicht? Wie ist es mit den Infektionszahlen und so weiter? Und wir wissen ja, im Herbst kommt vielleicht noch mal etwas auf uns zu. Und was fehlte, ist die Resonanz. Was deutlich wurde, ist einfach etwas hineingesprochen, ist
nicht genug, es spaltet die Gesellschaft und genau das ist ja unser Problem in den verschiedenen Orten, dass jeder so für sich auf sich selbst achtet, aber das Soziale miteinander nicht funktioniert. So, ich habe jetzt irgendwo eine Ferngeschichte, dann kann ich hier mal weiterklicken. Jetzt sollte es weitergehen, geht aber nicht. Einfach nicht, ja genau, wunderbar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so ging bei diesem Musikbeispiel. Stadt, es ist lebendig, man ist unterwegs, man tanzt vielleicht zur progressiven Musik. Man lebt damit, man wird vital. Wenn man solche Musik erlebt, geht der Herzrhythmus schneller, man wird wach als solches. All das ist Resonanz. Und jetzt hier ein Beispiel von Instrumenten, von einer Geige, von einem Cello, von einer Gitarre. Cello und Gitarre spiele ich. Instrumente, die mit Resonanz funktionieren. Wenn man eine Saite anzupft, fängt sie an zu schwingen. Und diese Schwingung allein, je nachdem, wie schnell und wie kurz die Saite ist, bestimmt darüber, welche Höhe der Ton hat. Deswegen greift man bei der Gitarre mit den Griffen ab und verändert somit die Länge der Saiten. Und dann sind die Saiten auch noch unterschiedlich dick. Und jetzt sieht man bei der Gitarre unten den Steg, den gibt es beim Cello in der Mitte, den weißen. Und dieser Steg ist dafür zuständig, dass die Vibration der Saiten auf die Klangdecke des Instruments übertragen werden und von dort in den Korpus des Instruments kommen. In dem Korpus passiert genau das, was unser Thema ist, nämlich Resonanz. Und durch die Resonanz verstärkt sich der Ton und bekommt dann diesen Klang, den wir zum Beispiel hier beim Lobpreis genießen konnten. Wir konnten genießen, dass Musik uns erfrischt, erfreut, dass wir klatschen, dass wir aufstehen, zusammensingen. Ohne diesen Resonanzkörper würde das vielleicht nicht so viel mit uns machen und das Leben wäre halb so schön. Ich bin auf dieses Thema Resonanz gekommen durch einen Philosophen, Hartmut Rosa. Er lehrt in der Uni Freiburg, dort wo ich aufgewachsen bin, in Deutschlands wärmster Stadt. Und bei ihm gibt es verschiedene Zitate zum Thema Resonanz. So sagt er, Resonanz können wir bestimmen als ein spezifisch kognitives, affektives, leibliches Weltverhältnis. Das heißt, Resonanz gehört zum Leben dazu. Wenn wir hier miteinander sitzen und ich zu euch spreche, dann kommt die Information, die ich spreche, zu euch in die Ohren hinein. Aber sie kommt auch auf euer Gefühl. Sie betrifft euren Körper. Sprich, ob ihr einschlaft oder ob ihr spannend dabei seid und denkt, das könnte ja interessant sein. Vielleicht denkt der ein oder andere, ja, mal gespannt, worauf der denn hinaus will, jetzt hier so in einer christlichen Gemeinde mit so einem Begriff. Kognitiv hat was mit dem Kopf zu tun, affektiv hat was mit den Gefühlen zu tun und leibliches Weltverhältnis. Und ich sprach vorhin von den Corona-Zeiten, genau das ist so das Problem als solches. Wir sprechen Worte und wir denken, diese Information, damit ist ja eigentlich alles erledigt, aber genau dem widerspricht Hartmut Rosa, indem er sagt, nein, denn die Worte
bewirken auch etwas in uns und sie müssen auch etwas in uns bewirken und sie haben auch etwas in uns bewirkt. Und das Ergebnis unserer derzeitigen Gesellschaft hat etwas genau damit zu tun. Deswegen, es ist nicht egal, was wir sprechen, denn mit allen Worten bewirken wir etwas. Und was wir ganz, wenn wir ehrlich sind, so jeder von uns kennt sich ja. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Lächeln sage, schön, dass ihr da seid, oder ich sage, schön, dass ihr da seid. Auch das bewirkt etwas. Oder ich schreie, oder ich flüstere. Wie viele Worte haben wir gesprochen? Zu laut, zu aggressiv, nicht angemessen der Situation? Worte, die wir vielleicht sprechen, weil wir uns gerade selber so fühlen, angeschossen fühlen, ungerecht behandelt fühlen oder nicht verstanden fühlen oder in einer schwierigen Lebensumstandssituation sind und dann kommt da jemand und kritisiert dich in diesem Moment und dann schießt du zurück und so gibt sich ein Wort das andere und es entstehen genau diese Dinge, die ich mit dem Instrument gezeigt habe, Schwingungen. Die Worte, die du sprichst, sie finden Widerhall bei dem anderen und dieser Widerhall führt dazu, dass dann in dem anderen Menschen etwas geschieht und nicht immer ist das, was da geschieht, gut. Hartmut Rosa hat einen Gegenbegriff formuliert zum Thema Resonanz und das ist die Entfremdung. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich leide unter der Entfremdung in unserer Welt. Und hier können wir alles fassen. Unsere Ökokrise, Entfremdung von der Welt. Wir haben unser Verhältnis, unser natürliches Verhältnis zu den Ressourcen, zu dem, worin wir leben, zur Erde verloren. Entfremdung zu unserer Gesellschaft, zu dem, was wir hier sind. So viel Unsicherheit, so viel Orientierungslosigkeit. Ich frage mich manchmal, ich begleite ja im Moment viele Leute mit Migrationshintergrund aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Ukraine. Ich frage mich manchmal, was diese Leute so empfinden, wenn sie uns erleben. Deutsches Volk. Wir, die wir ja alles so super korrekt machen. Ne? Wenn wir etwas machen, machen wir es hundertprozentig. Und wenn mal irgendwie ein Gesetz erfunden wird oder rausgebracht wird, ich sage jetzt mal, in Italien sagt man ein Gesetz, okay, abends um 20 Uhr Zimmerlautstärke. Bei uns wird zu dem Zimmerlautstärke dann noch jemand kommen mit dem Dezibelprüfer und prüft, ob auch wirklich die Lautstärke so eingehalten ist, wie das denn das Gesetz vorschreibt. Wir vergessen bei dem Ganzen, dass wir Menschen sind, dass wir Gefühle haben und wir vergessen, dass der Gegenbegriff zu Resonanz Entfremdung ist. Wir haben uns entfremdet und vielleicht auch untereinander, auch als Gemeinde entfremdet. Wie soll denn jemand sagen, ich will gerne zu einer Kirchengemeinde gehen, wenn er gar kein Verhältnis mehr dazu hat, keine Beziehung mehr hat? Niemand anruft und du bist alleine und dann kommst du sonntags zum Gottesdienst, das wird keinen motivieren. Aber wenn eine Beziehung da ist, dann passiert genau das, was gesprochen wird, was gesagt wird, auch das strenge Wort der Lehrerin, des Lehrers in der Schule, dann findet dieses Wort Widerhall, weil es eine Beziehung gibt zu dem Menschen. Ich kenne diesen Menschen. Ich weiß, wie er lacht und ich weiß, wie er aussieht, wenn er streng und wenn er genervt ist. Wir sind wechselseitig darauf angewiesen, dass Resonanz Antworten erfordert und genau darum geht es auch, wenn wir hier in der Gemeinde über das Wort Gottes nachdenken. Hier wird viel geredet und es wird viel auch über Gott und über Gebote und Verbote und all diese Dinge gesprochen und auch Jesus sprach viele Worte. Und er sprach nicht viele Worte, damit er viele Worte macht. Das Wort Inflation war damals noch kein geläufiges Wort, sondern der Unterschied bei ihm war, seine Worte hatten Gewicht. Und ich möchte uns jetzt mit hineinnehmen in ein Beispiel der Worte bei Jesus. Wenn ich jetzt da hinkomme,
Genau. Sollte jetzt kommen. Der vierfache Acker. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Jedes Jahr sät er Getreide auf sein Feld aus. Dabei fallen einige Körner auf den Weg. Weil sie dort gut sichtbar sind, kommen sofort einige Vögel und picken sie auf. Einige Körner fallen auf felsigen Boden. Sie wachsen schnell, aber weil ihre Wurzeln in dem Felsen kein Wasser finden, vertrocknen sie nach einer Weile. Einige Körner fallen zwischen Disteln. Dort können sie auch nicht wachsen, weil die vielen Disteln ihnen den Platz wegnehmen. Die restlichen jedoch fallen auf guten Boden. Dort wachsen sie zu großen Pflanzen heran. Hartmut kann sehr viel Getreide von ihnen ernten. Jesus vergleicht in dieser Geschichte die Körner mit Gottes Wort. Manche Menschen hören es und vergessen es gleich wieder, so wie die Vögel die Samen aufpicken. Manche Menschen hören es und leben erst danach, aber nach einer Weile vergessen sie es wieder, so wie bei den Körnern, die auf felsigen Boden fallen. Manche Menschen hören es, aber weil sie sich so viele Sorgen machen, haben sie keine Zeit, darüber nachzudenken. Bei den Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben, ist es so wie bei den Samenkörnern, die auf guten Boden fallen und wachsen. Auch das ist Resonanz. Das vierfache Ackerfeld. Es geht um das Hören der Worte Jesu. Und ich sage mal, das, was Jesus gesprochen hat, er selbst sagt, ich und der Vater sind eins. Es ist, so sagen wir es gerne in den Kirchen, es ist Wort Gottes, gesprochenes Wort. Die Wahrheit dieses Wortes wird erlebt in der Wirkung. Und hier hören wir vier unterschiedliche Bereiche. Vielleicht noch zur Einführung. Es handelt sich bei dem Sämann nicht um einen ungeschickten Sämann, sondern damals säte man in Israel vor dem Pflügen. Der Weg wurde mitgepflügt, und die felsigen Stellen bemerkte man darum erst beim Pflügen. Auch die Disteln und Dornen pflügte man mitunter, obwohl sie bald wieder wucherten. Es war also nichts Unübliches, was Jesus erzählt hatte mit diesem Beispiel. Aber was er deutlich machte ist, der Same, wenn er fällt, braucht Boden. Und er braucht einen Boden, der in der Lage ist, den Samen aufzunehmen. Jesus selbst sagt, der Same ist das Wort Gottes. Der Boden, das sind wir. Das bist du und das bin ich. Genauer gesagt ist es unser Herz. Das, wo es an anderer Stelle im Samuel heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und Jakobus sagt, nicht das, was wir essen, macht uns dreckig. Das, was aus dem Mund rauskommt, macht uns dreckig. Denn es ist eine Mitteilung von dem, was in unseren Herzen ist. Und genau auf dieses Herz trifft Wort Gottes, treffen Worte der Vergebung, treffen Worte der Liebe, treffen Worte der Kraft, der Korrektur. Und sie finden unterschiedliche Böden. Wir lesen von dem Boden, Augenblick, jetzt muss ich mal gucken. Einiges fiel auf den Weg, Vers 4. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Und als die Sonne kam, verwelkte es. Einiges fiel unter Dornen,
und einiges fiel auf guten Boden. Der Weg sind vielleicht die Menschen, die erlebt haben, dass Menschen über dich hinwegtreten. Du bist der Teppich von den Menschen, der Menschen, die auf deinen Gefühlen treten, die dich missbrauchen, die das, was du gut gedacht hast, zu machen, irgendwie nicht rübergebracht hast und dann kommen Leute und zertreten es. Und du wirst hart in deinem Leben. Du wirst hart, du weißt ab, du lässt nichts mehr an dich ran. Mir hat keiner was zu sagen. Die Leute mit felsigen Boden, das sind vielleicht die mit einer festen Grundüberzeugung, mit etwas, worin sie sich festgehakt haben. Diese Themen sind zementfest verankert in ihnen. Sie haben ihre Überzeugung selbst aufgebaut durch Literatur, durch was weiß ich. Und dann kommt das Wort Gottes, es fällt vielleicht hinein, der Same, aber er bleibt an der Oberfläche. Er geht nicht in die Tiefe hinein. Wenn dann Gespräche stattfinden über das Thema Vergebung, über das, was es denn bedeutet zu lieben, was es denn bedeutet, mit Leuten, die anders sind als ich selbst, umzugehen, dann kommt die Schwierigkeit, weil das lassen sie nicht an sich ran. Denn das, was sie mal in sich so an Meinung festgelegt haben, das bleibt als solches. Der Same verwelkt, er bringt keine Frucht. Dann die Dornen und Disteln, ist vielleicht das, was uns am meisten prägt, wir Deutschen mit den Sorgen. Denn was uns ausmacht, ist, wir denken darüber nach, was der morgige Tag, der übermorgige Tag ist. Und Hand aufs Herz, wer von uns denkt nicht darüber nach, was der Krieg in der Ukraine mit uns macht, die Energiekrise, die Corona-Infektionszahlen, die vielleicht auf uns zukommen, deine finanzielle Situation, deine Arbeitslosigkeit, ob deine Versicherung greift, ob du genug zu essen hast. Wohlgemerkt, wir sind das Land mit der höchsten Wohlstandsrate schlechthin als solches, immer noch. Da mögen Prognosen schreiben, was sie wollen, immer noch ist es so. Trotzdem sind wir das Land der Unzufriedensten, Klammer auf. Seit Sommer, schreiben ja die Zeitungen, sind die Bayern zufrieden, betrifft uns ja auch in Oberfranken, sind wir zufrieden, ganz klar, weil wir wieder Beziehungen gelebt haben und erlebt haben. Da merken wir ja, wie wichtig das Miteinander ist. Der Mensch ist Gemeinschaftsmensch. Sorgen können das, was Gott hineingesprochen hat, in dir erdrücken und dann stehst du schlussendlich da und denkst und sorgst und machst und das, was Gutes sein könnte, kann nicht durchkommen. Es soll auf guten Boden fallen. Und genau davon spricht Jesus im Johannesevangelium geschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Für die, die sich auskennen mit dieser ganzen Szenerie, was passiert denn mit dem Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt? Es gibt seine äußere Form auf, es platzt auf und dann kommt etwas heraus, es nimmt die ganzen Mineralien, die ganzen Energien vom Boden nimmt es auf, es führt dazu, dass dann eben etwas nach oben wächst und erst nach langer Zeit durchdringt es den Erdboden und plötzlich sieht man den Halm nach oben kommen und dann entstehen Früchte, Weizenkörner, es vermehrt sich, es multipliziert sich. Manche fragen, warum Jesus in Gleichnissen gesprochen hat. Und ich glaube genau, Jesus hat gesprochen in Gleichnissen, weil er das Thema Resonanz schon längst auf dem Schirm hatte. Denn Gleichnisse sind Verschlüsselung und Entschlüsselung gleichzeitig. Es ist nicht genug, dass du einfach kurz mal so ein paar Wahrheiten rausknallst oder glaubst oder auswendig lernst bei der Konfirmation und wo auch immer im Konfirmandenunterricht oder beim Bibel auswendig lernen. Das Wort, das muss schon etwas machen dürfen mit dir, wenn es denn in dir sich verankern darf. Es muss in dein Herz hineingehen. Es muss die Möglichkeit haben, deine Beziehungsnetze, deine Umgangsformen, deine Art, wie du lebst, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wie du mit den Ressourcen, mit der Umweltgeschichte umgehst. Es muss die Möglichkeit haben, das zu hinterfragen. Sprich, es muss ein Dialog stattfinden zwischen dir und dem, was Gott spricht. Wenn denn das, was Gott spricht, denn auch in dir lebendig sein soll. Ansonsten
bleibt es distanziert. Es bleibt ein Wort, wo du sagst, ich weiß nicht, was Jesus meinte, als er das sagte. Warum kann er es nicht einfacher erzählen? Er hat es so erzählt, dass jeder von uns herausgefordert ist, zu gehen und sich zu fragen. Und so heißt es dann auch bei Matthäus, wo Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Häuslebauer, ich komme zwar nicht aus dem Schwäbischen, sondern aus dem Badischen, aber die Schwabe wisse das ja, also Häuslebauer, ist ganz wichtig, die wisse, ein Haus kann super aussehen und solange nichts passiert, keine Stürme und so weiter kommen, bleibt das Haus auch stehen. Aber wenn Stürme kommen, ihr Lieben, dann stellt sich die Frage nach dem Fundament. Worauf steht das Haus? Und dann wird das Unsichtbare plötzlich sichtbar. Und manches Lebenskonzept stürzt zusammen, weil das Fundament nicht stimmt. Wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir als Gemeinschaft, wir wollen uns genau darüber Gedanken machen, über das Fundament. Auf welchem Fundament steht mein und dein Leben? Und wir wollen es nicht rechthaberisch tun, sondern wir wollen es miteinander erörtern und besprechen. Und wir wollen es in Dialog bringen mit dem Worte Gottes, indem wir auf die Resonanz achten, die dieses Wort in uns bewirkt. Gleichsam ein Sänger, wenn er seine Stimme erhebt, auch die Resonanzkörper in sich selbst zum Erklingen bringen lassen muss. Eine Opernsängerin zum Beispiel, Schädeldecke oder Zwergfell, die müssen mit erklingen, dass die Stimme dann auch rüberkommt. So muss das Wort Gottes auch in uns erklingen. Es muss dazu führen, und da spricht dann Paulus im Galaterbrief von der Frucht des Geistes, Geduld, Liebe, Freundlichkeit, Langmut und nach Luther ausgedrückt Keuschheit. Hey, wenn wir so miteinander umgehen, haben wir Reich Gottes mitten unter uns. Und ich möchte mit uns genau dieses Reich Gottes mitten unter uns erleben. Und darum habe ich hier Punkte, die wir bedenken können, worüber wir nachdenken können. Und ich uns mitgeben möchte zum Nachdenken für die kommende Woche. A, schaffe dir Räume zum Hören und Aufnehmen des lebendigen Wortes Gottes. Achte auf Zeiten der Stille, auf Zeiten der Begegnung, der metaphysischen Ebene mit dir im Diesseits. Das heißt, deine eigenen Begegnung mit Gott, deine Begegnung mit Gott in Gemeinschaft zu leben, zu praktizieren, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag neu. Achte auf den Boden. Das Zweite, dein Herz. Schau, wie aufnahmebereit bist du eigentlich für sein Reden. Es reicht nicht einfach ein Wort zu hören, sondern auch zu fragen, wo stehe ich? Welche Erlebnisse habe ich? Bin ich hart? Bin ich wütend? Vielleicht bist du auch zu Recht wütend. Dann geh dem nach. Suche nach den Ursachen deiner Wut, um dann auch weiterzukommen. Gemachte Erfahrungen können deine Aufnahmebereitschaft hindern. Ordne darum deine Gedanken, deine Erfahrung, deine Vergangenheit. Und dann C, werde konkret nach dem Hören. Wer diese meine Worte hört und sie tut. Vielleicht eine To-Do-Liste nach der Predigt, nach der stillen Zeit, ein Gebet. Und das Vierte, achte auf die Resonanzerfahrungen und genieße sie. Es kann ein Gedanke an eine Person sein. Es kann auch ein Danke sein, das eine Person dir gegenüber ausgedrückt hat. Es kann eine Glaubenserfahrung sein, eine Gebetserhörung. Die Nähe zu Gott zu spüren und sich neu auszurichten.
Ich möchte abschließen mit einem Gebet, das wir dann beenden, dem Gebet, wie es uns Jesus selbst gelehrt hat. Ich bitte dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass dein Wort nicht Hülse ist, leer, bedeutungslos, sondern dass du selbst dahinter stehst mit deiner Kraft und deiner Autorität. Und ich danke dir, dass dieses Wort zu uns gesprochen wird und du es sprichst. Du bleibst nicht bei dir, du gehst raus aus dir selbst und du gehst zu uns. Du begegnest uns und du suchst uns. Danke, dass wir angesprochen, dass wir berührt sind durch dein Wort und dass dein Wort die Kraft hat, uns zu verändern. Auch dort, wo wir hart geworden sind, dass du uns hilfst, ein fleischernes Herz wieder zu bekommen, indem du uns begegnest und hilfst, durch Vergebung und Versöhnung neu mit dir weiterzugehen. Danke, dass du unsere Sorgen kennst, die legen wir bewusst bei dir ab. Und alles, was wir jetzt nicht benannt haben, möchten wir sammeln und zusammen ausdrücken in dem Gebet, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied.